Liebe Freunde, es sind wieder besondere Zeiten, in denen wir zu einem Parteitag zusammenkommen. Sie sind anstrengend, sie sind fordernd, sie sind ereignisreich. Wer würde das bestreiten wollen? Aber das ist für Christdemokraten in Verantwortung nichts Neues. Von Konrad Adenauer stammt der Satz aus dem Jahr 1946: Das Glück des Menschen besteht nicht in Geborgensein und Wohlstand, sondern dass man klar und entschlossen zu dem steht, was man als richtig erkannt hat. Und Helmut Kohl hat 1990 gesagt: Wo stünden wir eigentlich heute in Deutschland, wenn in historischen Situationen unserer Geschichte die Zauderer und die Kleinmütigen die Geschicke unseres Vaterlandes bestimmt hätten? Und es war unsere Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende, die anlässlich des 70. Geburtstags der CDU in diesem Sommer festgestellt hat: Wer gestalten will, darf nicht verzagen. Der packt an und arbeitet mit Zuversicht für eine gute Zukunft. Wir als Christdemokraten tun das seit 70 Jahren für unser Land. Immer wenn es schwierig wurde in der Geschichte der Bundesrepublik, dann waren wir da. Ich glaube, dass es Not tut, dass wir uns das bewusst machen, immer wieder, dass es so war. Wenn es schwierig war, dann waren wir da. Und wir sollten uns auch im 70. Jahr unseres Bestehens in Erinnerung rufen, dass das alles nicht so wäre ohne die Männer und Frauen, die im Herbst und im Sommer 1945 in einem Land, das in Trümmern lag, diese Union gegründet haben. Wo stünden wir heute, hätte Konrad Adenauer nicht die Westbindung, die Aussöhnung mit Frankreich, die Wiederbewaffnung, oft gegen heftigen Widerstand, manchmal ja auch in der eigenen Partei durchgesetzt? Wo stünden wir ohne Helmut Kohls Standfestigkeit bei der deutschen Einheit, beim Streiten für Europa und den Euro? Und wo stünden wir ohne Angela Merkels hohes Ansehen in Deutschland, Europa, in der Welt, bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, bei der Staatsschuldenkrise in Europa, beim Krieg in der Ukraine oder auch beim Kampf gegen den Klimawandel? Und so gab es und gibt es immer wieder schwierige Debatten. Es gab immer wieder schwierige Situationen und man kann feststellen, wir sind keine Schönwetterpartei. Wir sind dafür da, dass jemand Verantwortung übernimmt, wenn es schwierig ist. Und deswegen nehmen wir uns das Recht heraus zu sagen, diese Bundesrepublik, die haben wir als Christdemokraten mitgeprägt. Dass dieses Deutschland heute so ist, wie es ist, das liegt maßgeblich auch an der Arbeit von Männern und Frauen, die der CDU angehört haben, von den Rathäusern vor Ort über die Länderparlamente bis hin zum Bund und natürlich auch weit nach Europa. Hier ist heute die Partei versammelt, die dafür verantwortlich ist, dass es Rekordbeschäftigung in Deutschland gibt. Hier ist heute die Partei versammelt, die dafür verantwortlich ist, dass wir die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa haben. Hier ist heute die Partei versammelt, die dafür verantwortlich ist, dass wir die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der deutschen Einheit haben. Und hier ist heute die Partei versammelt, die dafür verantwortlich ist, dass wir nicht nur im Jahr 2014 und 2015 die schwarze Null im Bundeshaushalt stehen haben, sondern die dafür verantwortlich ist, dass das auch für 2016 unser Ziel ist. Und wir als CDU wollen mit Wolfgang Schäuble zusammen das Triple schaffen. Schauen wir jetzt nach Sachsen-Anhalt. Wie ist es da? Da regiert die CDU. Da steht die schwarze Null auch im Haushalt. Und deswegen kämpfen wir im März dafür, dass Rainer Haseloff mit den Freunden erfolgreich die Staatskanzlei verteidigt und er Ministerpräsident bleiben kann. Schauen wir nach Baden-Württemberg und nach Rheinland-Pfalz. Dort regiert Rot-Grün und Grün-Rot und da stehen die Nullen nicht im Haushalt, da sitzen sie in der Regierung. Und wenn Sigmar Gabriel erklärt, die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, das sei die Mutter aller Schlachten, dann muss ich schon sagen, ist das ein sehr absurdes Bild. Wenn ich mir jetzt die ganzen Querschläger in der SPD anschaue, die Blindgänger und sonstigen Granaten, dann wird mir da nicht bange, dass künftig in Rheinland-Pfalz gilt: Rheinland-Pfalz braucht frischen Schwung und neue Kraft. Und dafür steht Julia Klöckner.
In Baden-Württemberg hat der Naturschutzbund erklärt, dass Baden-Württemberg jetzt Wolf-Erwartungsland ist. Ich weiß nicht, wann die ersten Wölfe wieder durch den Schwarzwald streifen. Aber eine Vorhersage wage ich. Ab 13. März sitzt ein Wolf in der Villa Reitzenstein. Und dafür wollen wir alles tun, gemeinsam mit den Freunden in Baden-Württemberg. Jetzt haben sich kurz vor unserem Parteitag hier auch die Sozis getroffen, haben ebenfalls einen Parteitag durchgeführt und die neue Generalsekretärin der SPD hat gleich mal gesagt, ihre wichtigste Aufgabe sei es, die Unterschiede zwischen SPD und CDU noch ein bisschen deutlicher herauszuarbeiten. Ich finde, wir haben ihr heute einen erheblichen Teil dieser Arbeit abgenommen. Und wenn sie noch Fragen hat, erkläre ich es ihr gerne nochmal. Es gibt einen großen Unterschied. Diese Partei steht erstens geschlossen hinter ihrer Vorsitzenden. Der zweite Unterschied ist, wir haben eine Kanzlerin. Die SPD hat noch nicht mal einen Kandidaten. Und der dritte Unterschied, und ich finde, das ist mit Blick auf das, was wir im Namen tragen, der Gedanke der Union, der wichtigste. Es käme keinem Christdemokraten über die Lippen zu sagen, 75% reichen mir, die anderen 25% interessieren nicht mehr. Unsere Aufgabe ist es immer, auch wenn wir streiten, am Ende des Tages zusammenzustehen, alle mitzunehmen, weil wir als Union wissen, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir geschlossen gemeinsam kämpfen. Auch das ist ein Unterschied zwischen uns und Sozialdemokraten, liebe Freunde. Jetzt ist es so, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, wenn ich mit Freunden vor Ort auch diskutiert habe, in den Kreisverbänden, dann gibt es Themen, die uns immer wieder umtreiben, die immer wieder auf die Tagesordnung kommen, die uns beschäftigen. Eine der Fragen, die uns immer wieder begegnet, ist, wie halten wir es eigentlich mit dem C? Wie wichtig ist es noch? Was hat es für eine Botschaft? Was sagt es uns? Und ich erlebe dieser Tage, dass es nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Es ist eben ein Unterschied, in den Sonntagsreden darauf zu verweisen oder eben ganz konkret zu sagen, das, was wir tun, das hat etwas mit unseren Überzeugungen, das hat etwas mit dem christlichen Menschenbild zu tun. Und ich finde, dieser Tage merkt man es. Man merkt es bei dem, was unser Land leistet, was auch viele unserer Parteimitglieder leisten, wenn sie Menschen in Not helfen. Und darauf können die Deutschen stolz sein, aber darauf können auch wir als Partei stolz sein. Es gibt so viel Ehrenamt in unseren Reihen, nicht nur ein politisches, sondern auch für Menschen in Not. Und das, finde ich, ist aller Ehren wert und verdient auch eine Erwähnung hier an dieser Stelle. Neben vielen Abgeordneten, die helfen, Martin Patzelt, Antje Tillmann, Frank Kupfer haben Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen, sind es die Mitglieder, die oft mit kleinen Gesten einen Beitrag leisten, damit der Satz der Vorsitzenden, wir schaffen das, Wirklichkeit wird. Ich habe neulich ein Mitglied getroffen, 85 Jahre alt, 43 in Hamburg ausgebombt, Kinderland verschickt ins tiefste Hessenland. Als er dort ankam, die haben Oberhessisch platt gebabbelt, hat er kein Wort verstanden. Und ist dort doch freundlich aufgenommen worden. Er ist dort heimisch geworden. Und ich habe ihn jetzt getroffen, nach über 50 Jahren Engagement in der CDU, hat er gesagt, er will es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Er hat gesagt, nein, er legt die Hände nicht in den Schoß. Weil er Christdemokrat ist, weil er selber erlebt hat, wie das ist, wenn man fremd ist, engagiert er sich heute für jugendliche Flüchtlinge. Auch das ist eines dieser vielen, vielen Vorbilder, die wir in unserem Land haben, auf die wir stolz sein können. Und der Dank schließt ein, alle Bürgermeister und Landräte, sie leisten alle Außergewöhnliches. Und es ist natürlich wahr, wir stehen vor keiner leichten Aufgabe. Sie wird uns für die Zukunft noch viel abverlangen. Wir haben dafür ja eine gute Diskussion geführt, einen guten Plan beschlossen, der eben klar sagt, was wir wollen, ordnen, steuern und die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, reduzieren. Diese Debatte beschäftigt uns aber ja nicht nur, weil wir über diese Herausforderungen reden. An vielen Wortmeldungen, das hat man auch heute gemerkt, geht es am Ende des Tages auch um uns selbst. Welches Selbstbild haben wir als Deutsche, wenn wir einer solchen Herausforderung gegenüberstehen?
Und diese Debatte tut Not in einem Land, das sich ja lange einer Diskussion, was ist eigentlich Leitkultur, was ist prägend, ja, man will nicht sagen, verweigert hat, aber die Wahrheit ist ja, es waren doch wir als Christdemokraten, die schon vor langer Zeit gesagt haben, eine Gesellschaft, die sich verändert, in der Menschen heimisch werden, die nicht hier geboren sind, braucht eine Diskussion darüber, was verbindlich ist und was verbindend ist. Und wir waren es, die gesagt haben, das alles meint das Wort Leitkultur, das Friedrich Merz damals in die Diskussion eingebracht hat und das wir in unser Grundsatzprogramm hineingeschrieben haben. Und ich finde es beeindruckend, dass inzwischen viele kluge Menschen, die über Jahre hinweg gesagt haben, nein, Deutschland braucht keine Leitkultur, das ist alles überflüssig, heute in klugen Artikeln in den Feuilletons dieser Tageszeitung dieser Republik erklären, das sei doch irgendwie notwendig, man braucht so ein Leitbild. Wir haben das immer gesagt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir uns als Christdemokraten bewusst sind, dass wir da gerade einen Kulturkampf gewonnen haben. Wir haben immer gesagt, es braucht Verbindliches und Verbindendes, es braucht klare Regeln. Und dieses Land ist am Ende des Tages mehr als das, was nur im Grundgesetz steht. Es gibt viele Dinge, die Deutschland liebenswert machen, die nicht die Väter und Mütter in das Grundgesetz hineingeschrieben haben, von denen wir aber wollen, dass sie so bleiben, heute, morgen und in Zukunft. Und dass Christdemokraten das immer wieder benennen, das finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Zukunft. Was sind das für Dinge? Im Grundgesetz steht nicht, dass man unser Land lieben kann, dass man stolz darauf sein kann, in Deutschland zu leben und Deutscher zu sein. Im Grundgesetz steht nicht, dass man aufstehen sollte, wenn die Hymne gespielt wird, und dass man den Text vielleicht auch ohne Liedzettel mitsingen können sollte. Aber ich finde, das ist etwas Selbstverständliches, wenn man stolz auf diese Republik ist. Und Christdemokraten sind stolz auf diese Republik. Deswegen stehen wir auf, deswegen singen wir die Hymne und deswegen spielen wir sie übrigens auch im Vergleich zu anderen Parteien am Ende unseres Parteitags. Und das ist gut so, dass wir das tun. Nur wenn wir über Werte in der Gesellschaft reden, wenn wir über das reden, was so bleiben soll, weil wir es für wichtig erachten, dann müssen wir uns auch mit denen auseinandersetzen, die vorgeben, das christliche Abendland zu verteidigen, die auch die schwarz-rot-goldene Fahne vor sich hertragen, aber eigentlich ganz andere Botschaften aussenden. Wer gegen Flüchtlinge und Ausländer in diesem Land hetzt, wer Flüchtlingsheime anzündet, wer johlend hinter Galgen bei Pegida herläuft, der hat nicht das Recht, die schwarz-rot-goldene Fahne vor sich herzutragen. Es ist die Fahne dieser Republik, es ist die Fahne der Demokraten und deswegen ist es unsere Fahne. Und deswegen sind wir auch gefordert, wenn es darum geht, die Werte, über die wir immer reden, mit Leben zu füllen. Wenn in Kindergärten Laternenfeste statt St. Martin gefeiert wird, wenn keiner mehr genau weiß, was Pfingsten eigentlich ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Bekenntnis zu unseren Traditionen und Werten schwer fällt. Und es liegt an uns, es liegt an Landräten und Bürgermeistern, die sagen, wenn da einer sich weigert, von der Frau das Taschengeld ausgezahlt zu bekommen, dann kann die Reaktion nicht sein, da künftig einen Mann an die Kasse zu setzen, sondern da muss die Reaktion sein, dann kriegt er an dem Tag kein Taschengeld, weil bei uns die Frauen eben den Job machen. Und dasselbe gilt für den Schwimmunterricht und für viele andere Dinge. Wir haben uns auf ein paar Regeln in diesem Gesamt verständigt. Die haben wir manchmal mühsam erstritten. Aber wenn wir sie jetzt nicht selbstbewusst vertreten, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie keiner annimmt und zu seinen eigenen macht. Und da ist die Wahrheit, da reden wir nicht nur mit Menschen, die zu uns kommen und hier heimisch werden. Da müssen wir auch mit manchem Landsmann oder mancher Landsfrau mal ein ernstes Wörtchen reden. Wenn ich lese, was Jusos und Grüne Jugend manchmal aufschreiben, wenn es um das Bekenntnis zu dieser Republik geht, dann würde ich manchem Juso und manchem in der Grünen Jugend mal dringend einen Integrationskurs empfehlen. Das will ich an der Stelle einmal so deutlich sagen. Und deswegen ist der Antrag der Jungen Union, da sieht man auch wieder,
ein weiterer Unterschied zu Sozialdemokraten. Wir haben die bessere Jugendorganisation. Da sieht man mal einen Antrag der Jungen Union, auch die Nationalhymne ins Grundgesetz aufzunehmen, den ich persönlich gut finde, dass wir uns eben damit beschäftigen, wie schaffen wir das, Zusammenhalt in unserem Land zu generieren. Für Christdemokraten sind Schwarz-Rot-Gold eben keine beliebigen Farben. Deswegen will ich eine Geschichte Ihnen noch erzählen, die mich sehr bewegt hat. Ich habe im Rahmen der Aktion Helfenden Hände der Bundeswehr ein Wochenende mit meiner Kompanie in einer Flüchtlingsunterkunft in Offenbach mitgeholfen und dort waren viele Kinder untergebracht. Und wenn man die Kinder malen lässt, dann malen sie manchmal nicht das, was deutsche Kinder malen würden, Blumen, Bienenhäuser, sondern sie malen schlimme Dinge. Sie malen zum Teil das, was sie erlebt haben. Und die Bilder sind schrecklich. Wenn sie keine schrecklichen Bilder malen, dann malen sie alle nur eins. Sie malen schwarz-rot-goldene Fahnen. Und obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass die Kinder die Bedeutung unserer Farben gar nicht kennen, sie wissen nichts vom Lützower Freikorps, vom Hambacher Fest, vom Paulskirchenparlament, sie wissen nicht, dass diese Farben von Beginn an für Freiheit, für Sehnsucht, für Hoffnung standen, haben sie doch, wenn vielleicht auch nur unterbewusst, diesen Farben, indem sie sie malen, ihre eigentliche Bedeutung zurückgegeben. Und ich finde, das ist etwas, was Hoffnung und Mut macht, wenn ganz selbstverständlich diese Farben, die deutschen Farben, auch heute, auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die Farben der Freiheit, der Sehnsucht und der Hoffnung sind. Für uns als Deutsche, aber auch für den einen oder anderen, der bei uns heimisch werden wird. Jetzt ist die spannende Frage, wenn das so ist und wenn sich vieles ändert, was machen wir als Christdemokraten denn dann wieder? Nicht nur in Regierungsverantwortung, sondern auch als Partei. Ich denke an diesen Tagen, ehrlich gesagt, oft an Helmut Kohl. Und ich denke an die Zeit, als ich in die CDU eingetreten bin. Ich bin 1991 Mitglied unserer Partei geworden. Und ich kann nicht behaupten, dass ich im jugendlichen Alter von zarten 16 Jahren alles verstanden habe, was die, die damals Verantwortung getragen haben für unser Land in unserer Partei, getan und entschieden haben. Aber ich hatte ein Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass da ein Kanzler ist und ein Parteivorsitzender, der nicht nur zutiefst davon überzeugt ist, was er tut, weil er das, woran Christdemokraten lange geglaubt haben, nämlich die deutsche Einheit, nun verwirklichen kann, sondern er hat auch im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die damals politisch Verantwortung trugen, nicht gezagt, nicht gezaudert, sondern er hat den Menschen Zuversicht gegeben. Und auch wenn er das damals so nicht gesagt hat, bei mir als jungen Menschen kam damals an, diese deutsche Einheit ist ein Geschenk und sie wird viel Arbeit erfordern. Die Vorsitzende hat dazu vorhin ja auch etwas gesagt. Aber wenn wir uns alle Mühe geben, dann können wir das gemeinsam schaffen. Und das, finde ich, ist etwas, was gar nichts Neues ist im Selbstverständnis von Christdemokraten, sondern das ist ebenfalls etwas, was seit 70 Jahren für uns gilt. Und wenn das so ist, dann bleibt ja die spannende Frage, was tun wir denn, damit wir alle hier, damit die, die auf den nächsten Parteitagen hier sitzen, ebenfalls für sich reklamieren können. Da ist eine neue Aufgabe, wir nehmen die an, wir werden der Verantwortung gerecht, die uns Menschen übertragen haben. Und ich persönlich glaube, dass wir wieder einmal das machen müssen, was die, die vor uns in der Partei Verantwortung trugen, immer wieder getan haben. Sie waren bereit, dort, wo es notwendig ist, auch die Partei zu verändern. Und deswegen ist es nicht Selbstzweck, wenn wir über eine Parteireform reden, sondern es ist notwendig, damit wir unserem eigenen Anspruch, diesem Land zu dienen und erfolgreich Politik zu machen, auch in Zukunft gerecht werden können. Wir haben uns dazu ein paar Dinge vorgenommen. Wir wollen den Frauenanteil unter den Mitgliedern auf 30% erhöhen in einem ersten Schritt. Das ist notwendig, ist übrigens auch keine so völlig neue Idee. Auf dem Parteitag hier in Karlsruhe hat ein Vorsitzender mal gesagt, die Arbeit der Frauen in unserer Partei wird meines Erachtens vielfach nicht genügend gewürdigt. Es war Konrad Adenauer, es war 1951. Und ich persönlich finde, leider stimmt der Satz manchmal immer noch.
und es wird Zeit, dass sich daran etwas ändert. Bei der letzten Bundestagswahl hatten wir fast 6 Millionen Deutsche mit einer sogenannten Einwanderungsgeschichte. Und man muss kein großer Mathematiker oder Statistiker sein, um zu wissen, dass diese Zahl weiter steigen wird. Und deswegen freue ich mich ja sehr, wenn der neue CDU-Oberbürgermeister Ashok Alexander Sridharan heißt oder der neue RCDS-Bundesvorsitzende Yenovan Krishnan. Das sind Landsleute, das sind neue Landsleute, die in unserer Partei Verantwortung übernehmen. Aber wir werden mehr von ihnen brauchen. Wir werden sie einladen müssen. Und für mich kann nicht die entscheidende Frage sein, woher er kommt oder welche Hautfarbe er hat, sondern die entscheidende Frage muss sein, ist er bereit, in unseren Reihen für eine gute Zukunft dieser Republik zu arbeiten. Und wenn er das ist, dann ist jeder und jede uns herzlich willkommen. Wir brauchen Männer und Frauen, die für diese Republik eintreten, gestern, heute und auch morgen. Und deswegen ist das ein zweiter wichtiger Punkt der Parteireform. Jetzt ist es so, wir gewinnen jeden Monat über 1000 Menschen dazu. Jeden Monat treten 1000 Bürgerinnen und Bürger in die CDU ein. Sie kommen hinzu, es sind Jüngere, aber es sind auch ganz viele Ältere, was mich freut. Wir haben inzwischen viele Ältere, die im Ruhestand sagen, jetzt will ich noch mal was tun, jetzt mache ich mit, jetzt trete ich in die CDU ein. Das ist übrigens auch etwas, was uns unterscheidet von anderen. Und Otto Wolf und Philipp Missfelder haben das ja auf den Weg gebracht, diese Zusammenarbeit der Seniorenunion und der Jungen Union. Und deswegen bin ich Otto Wolf auch dankbar für sein Engagement im Rahmen der Parteireform. Da ist nicht in jeder Zeile von den Senioren die Rede, aber die Senioren sind für uns Verpflichtung, das, was sie erarbeitet haben, in unserer Partei weiterzutragen, die Jungen in die Pflicht zu nehmen, für dieselben Werte zu streiten. Und das haben wir gemeinsam getan. Das ist ein ganz wichtiges Signal und eine wichtige Botschaft in unsere Partei. Es geht nicht um die 1000 Neuen allein, es geht um die 450.000, die schon da sind. Wir alle müssen das gemeinsam machen, damit es am Ende für unsere Partei gut wird. In der Kommission gab es viele weitere Vorschläge. Wir wollen einen Mitgliederbeauftragten auf allen Ebenen als Wahlamt einführen, bis in den Bundesvorstand hinein. Wir haben natürlich auch über die Finanzen gesprochen und es ist die Wahrheit, der Bundesschatzmeister hat dazu schon ausgeführt, wenn wir erfolgreich Politik machen müssen, dann müssen dazu die Ortsverbände, die Kreisverbände, die Landesverbände, aber natürlich auch die Bundespartei dazu in der Lage sein, über die Frage eines Mindestbeitrags, aber auch zum Beispiel über die Frage eines Mitgliederprinzips, da weiß ich, haben wir schon trefflich gestritten. Ich persönlich glaube, dass alle diese Fragen, die mit einer Stärkung auch der Beteiligung unserer Mitglieder einhergehen, beides in den Kompromissen und Vorschlägen, die wir erarbeitet haben, jetzt erlaubt. Wir können einerseits vor Ort entscheiden, was wir tun wollen. Wollen wir das Mitgliederprinzip oder das Delegiertenprinzip beibehalten? Und wir sagen andererseits sehr klar an unsere Mitglieder, wir trauen euch etwas zu. Wir wollen, dass ihr mitarbeitet. Wir laden euch ein, mitzuentscheiden und mitzudiskutieren. Und das, finde ich, ist ein starkes Signal, das auch von diesem Parteitag ausgehen sollte. Die Schritte sind notwendig, weil wir eine organisationsstarke und kampagnenfähige Volkspartei bleiben wollen. Und ich bin davon überzeugt, die CDU-Mitgliedschaft hat einen Wert. Die Demokratie lebt von Mitgliedern, die sich zu ihren Überzeugungen bekennen. Und deswegen müssen wir das selbstbewusst nach außen vertreten. Es lohnt sich, CDU-Mitglied zu sein. Zum Schluss: Es sind wieder besondere Zeiten, in denen wir zu unserem Parteitag zusammenkommen. Wer wolle das bestreiten? Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere christlich-demokratische Union die Volkspartei bleibt. Ich meine, die CDU ist eine großartige Partei und deshalb hat die FAZ bei der Vorstellung unseres Kommissionspapiers zu Recht gesagt, etwas Besseres als die Parteien ist für die politische Willensbildung noch nicht erfunden worden. In diesem Sinne haben wir viel vor, viele Aufgaben, die wir noch gar nicht im Blick haben. Alles, was wir heute schon diskutiert haben, aber auch was uns in den letzten Jahren beschäftigt hat, sollte uns die Zuversicht geben und die Kraft, dass wir auch das, was wir noch gar nicht kennen an Problemen und Herausforderungen, gemeinsam meistern werden. Ich vertraue darauf,
allein weil ich in diesem Jahr über 100 Kreisverbände besucht habe und so viele tolle Mitglieder, engagierte Kreisvorsitzende, ehrenamtliche Funktions- und Mandatsträger unserer Partei getroffen und kennengelernt habe. Und ich lade Sie ein, daran mitzumachen. Wir sind auf einem guten Weg, nicht nur bei der Parteireform, nicht nur bei vielen inhaltlichen Diskussionen. Wir werden morgen 2 weitere Kommissionen auf den Weg bringen. Und bei aller Selbstreflexion, bei aller Kritik, die uns gut ansteht, Demut ist eine der schönsten christlichen Tugenden, glaube ich, kann man am Ende des Tages eins immer sagen. Wir sind stolz darauf, Christdemokraten zu sein. Wir sind stolz darauf, diesem Land zu dienen. Und das werden wir auch weiter mit ganzer Kraft tun. Hurra!